Otto? Dein Gesichtsausdruck. Du glaubst gar nicht, wie befriedigend das ist. Bereit für deinen letzten Akt? Otto. Weg. Aber das ist jetzt nicht dein Problem. Er muss ins Krankenhaus. Nein, kein Krankenhaus. Feast. Ich muss mit dem Chefarzt sprechen. Hier gibt's keinen Arzt. Wer leitet das hier? Ich hauptsächlich. Okay. Es ist lange her, aber das wird schon. Ich brauch Masken, Handschuhe, alles, okay, was steril ist. Danke. Danke mir, indem du nicht stirbst. Oh mein Gott. Er wird's schaffen. Aber er braucht Ruhe. Hey, immer sachte. Wo ist May? Sie sagen, es könnte bald vorbei sein. Wo willst du hin? Ich muss Otto finden. Er hat das Antiserum. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Du vielleicht nicht. Vielleicht braucht Spider-Man etwas Hilfe von seinem Freund Peter. Was? Peter half bei den Armen, weißt du noch? Wenn jemand einen Schwachpunkt findet, dann er. Schnapp sie dir, Tiger. Okay. Nein. Nein, das ist es nicht. Vielleicht diese hier? Nein. Ah! MJ hat recht.
Ich habe die neurale Schnittstelle gebaut und kann sie auch zerstören. Es muss was im Labor sein, das ich nutzen kann. Leute, ich weiß echt nicht, wie lange heute der Stream geht. Ich muss morgen früh, sehr früh raus. Und ich merke jetzt leider schon auch die Müdigkeit kicken. Ah. Haben wir dann noch hier? Also, wir reisen mal schnell zu Octavius Industries. Und für Warnung, dieses Teil. Okay. Anscheinend spielen wir noch die Story zu Ende. Wir schaffen das Unmögliche, Doc. Aber ich muss es zerstören. Mit einer kleinen Eigenkreation. Melden wir uns mit Live-Bildern von Bürgermeister Osborn, gefangen auf dem Dach des Oscorp Tower. Soll ich etwa betteln? Das wird nicht passieren. Die Welt wird die Wahrheit erfahren, bevor sie dich vom Gehsteig kratzen. Sag ihnen, was du getan hast! Ich... niemals! Ja! Alles, was du hast, gründet sich auf Lügen! Lügen! Du nahmst mir meine Firma, meine Ideen! Jetzt... die Wahrheit! Die Wahrheit. Okay. Die Wahrheit ist, deine einzige erfolgreiche Arbeit war die mit mir. Die Wahrheit ist, du hast nie akzeptiert, dass ich besser bin als du. Du bist ein Versager, Otto. Und wirst es immer sein. Geben Sie mir das Antiserum. Otto, Sie haben Ihr ganzes Leben den Menschen geholfen. Du kämpfst gegen den Falschen. Aber wie du meinst. Gott, oh Gott, oh Wir Gott. Wir haben nicht viel Zeit. Muss so... mal wieder.
Satz hier und weiter. Bitte! Ich übergebe das Antiserum, wenn Osborn für seine Taten büßt! Beruhige dich, Otto, bitte. Ich habe einen schicken neuen Anzug. Gegen den hast du keine Chance. Okay? Geben Sie mir das Antiserum! Sie haben Osborn doch bereits ruiniert! Nein! Er fällt immer auf die Füße! Er muss alles verlieren! Und wieder nochmal von vorne einspinnen. Meine Feinde lernen es aber auch nicht, ne? Ein schöner neuer Anzug wird nicht helfen! Ich kenne Ihre Schwächen! Ich habe keine Schwächen! Doch. Leider schon, Otto. Genug gespielt! Leider schon. Beeilung! Aua. Hallo? Gut, dass die Kamera auf meiner Seite ist. Ja, gut. Wir haben nicht viel Zeit! Bitte! Hat nicht so funktioniert, ich übergebe wie ich das vorgestellt habe. Wenn Osborn für seine Taten büßt! Hier schon. Das ist nicht gut. Geben Sie mir das Antiserum! Sie haben Osborn doch bereits ruiniert! Nein! Er fällt immer auf die Füße! Er muss alles verlieren! Ich vergesse es, Spidey. Wir tun das Richtige. Und müssen auch gewinnen. Ein schöner neuer Anzug wird nicht helfen. Ich kenne ihre Schwächen. Hier, bist dein eigener Tag. Ich habe keine Schwächen. Aha. Verschwendest meine Zeit! Oh, das tut mir leid. Ich versuche ein besser Gegner zu sein. Genug gespielt! Beeilung! Sterben! Sie brauchen das Antiserum jetzt! Ich heile die Stadt, nachdem Osborn erledigt ist! Meine Tentakel fangen an kaputt zu gehen. Das gefällt mir. Aber ich kriege ihn gerade nicht mehr eingesponnen. Gefällt mir nicht. Ich werde die Stadt retten! Dann tun wir, was immer Sie wollen! Ich weiß bereits, was ich will! Jetzt geh mir aus dem Weg, bevor ich dir weh tue! Immer diese Gewalt.
Au. Wie viel zahlt Osborn, damit du ihn beschützt? Nix. Ich beschütze ihn nicht! Ich will nur die Stadt retten! Au. Geben Sie mir das Antiserum. Ich verspreche, Osborn wird angeklagt. Lügner! Genau wie Osborn! Nichts als Lügen! Schluss damit! Oh nein. So, jetzt aber. Was tust du? Nein! Oh nein, meine Spinnennetze, das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Cheater. Sie wussten es? Ich wollte sie warnen. Aber sie hörten mir nicht zu. Sie wussten es. Du wirst nicht siegen. Das bedeutet mir zu viel. Sicher nicht mehr. Halt's mir! Sehen Sie nicht, wie viel Leid Sie verursachen! Das verstehst du nicht! Du hast nie so gelitten wie ich! Gott, Leute, tut mir leid. Du solltest mir helfen! Ich mach gleich wieder die Sachen. Au. Bitte! Denken Sie daran, wer Sie waren! Dieser Mann ist tot! Du kannst mich nicht retten, Peter! Dann müssen Sie sich wohl selbst retten! Sie waren mein Held! Sie waren so wichtig für mich! Ich hasse es, dass sie mich dazu drängt! Ja, schon. Wir wollten die Welt verändern! Sie sehen müde aus, Parker. Nicht müde! Nur verletzt! Otto, stopp! Wenn man die Welt verändern will, muss man bereit sein,
auch die härtesten Entscheidungen zu treffen. Das ist wirklich wahr! Nein! Das Antiserum. Peter, Sie waren wie ein Sohn für mich. Ich hätte wissen müssen, dass Sie sich auch gegen mich stellen, so wie alle anderen. Gegen? Gegen? Ich habe Sie angebetet, Ihren Geist, Ihr Bestreben, anderen zu helfen. Und wie Sie nie aufgaben. Weil Menschen wie wir eine Pflicht haben, eine Verantwortung. Unsere Talente für andere zu nutzen. Auch wenn diese es nicht schätzen. Wir müssen für die sorgen, die unter uns stehen. Ob sie es begreifen oder nicht. Nein, das ist falsch! Sie sind das, was ich immer sein wollte! Und sie haben alles weggeworfen! Ja, natürlich. Sie haben recht, Peter. Das ist mir jetzt klar. Die neurale Schnittstelle beeinflusste mich. Aber das kriege ich hin. Wir kriegen das hin. Zusammen. Wenn Sie mir helfen. Ich werde tun, was ich kann. Ich sorge für die beste Hilfe. Nein! Wenn Sie mich einsperren, nehmen Sie mir meine Arme! Dann bin ich in diesem nutzlosen Körper gefangen! Bitte, Peter. Das war nicht ich. Sie haben gesagt, Sie lassen mich nicht im Stich. Niemals. Wissen Sie noch? Und natürlich, keine Sorge. Ihr Geheimnis ist sicher bei mir. Tun Sie, was Sie für richtig halten, Doc. Mehr kann niemand von uns tun. Peter? Auch wenn es unendlich wehtut. Peter, wo wollen Sie hin? Peter? Peter!